Es ist Zeit, eine Josephine zu beschwören. Hoffe ich zumindest. Sprich also, wir machen heute eine kleine Beschwörung. Und ich habe was vergessen, denn ich wollte heute eure Fragen so ein bisschen mit beantworten, die ich einmal in einem Video erwähnt hatte. Moment. Gut, ich habe die Seite offen. Wir werden nebenbei die paar Fragen beantworten. Es sind nicht viele, deswegen... Eigentlich wollte ich sie ja nach jedem Video machen, aber ich verpeile das immer ganz gerne. Aber ich werde das versuchen einzuführen. Sprich also, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare und ich versuche die so in den kommenden Videos außer Weltarena, weil Weltarena ist immer sehr hart vorproduziert, zu beantworten. So, heute geht es um Josephine hauptsächlich. Mal gucken, was da unten ist. Okay, nichts Weltspannendes für mich. Das ist schon mal gut. Josephine, ein bisschen rubbeln hier. Man sieht es jetzt nicht, aber ich rubbel sie. So. Manchmal, das war verkehrt. Ich streichel ihren Kopf. Okay. Und ja, fangen wir mit der ersten Frage an. Einmal ganz kurz. Frage, wie stehst du eigentlich zu Pizza? Okay, beste Frage ever. Direkt mal zu Anfang. Achso, by the way, wir haben halt die Stones, nicht weltviele. 50 mystische und dann die da können wir noch öffnen. Und bei den Rest gucken wir, wie es läuft. Fangen wir mit dem Mystischen an. Pizza finde ich sehr gut. Ist nicht eins meiner Lieblingsessen, aber ich mag Pizza sehr gerne. Machen wir es kurz und knapp. Das Problem ist nur, dadurch, dass ich eine Histaminintolerant habe, kann ich nicht alles essen. Ne, also ich bin da sehr gebunden und kann nicht sagen, ja, ich habe voll Bock auf eine Thunfischpizza. Ne, da ist immer ein bisschen Quidditch. Deswegen. Aber groß und ganzen mag ich Pizza sehr gerne. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, da kommt direkt wieder was. Wichtige Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Also, wenn ich Nutella esse, was tatsächlich nicht häufig vorkommt, dann mit Butter, weil, ganz einfache Sache, es muss richtig knallen. Ja, aber dann esse ich auch nur ein Brot oder so oder ein halbes Brot oder so und dann war es das auch. Ja, es muss halt so richtig einmal scheppern, so richtiger Overflow. Und... dann ist gut. Dann esse ich es aber auch echt nicht viel vor. Also ich esse ja generell nicht viel Nutella, aber wenn, dann nicht. Also es muss halt scheppern und dann ist gut. Ja, machen wir es kurz und knapp. Gut, nächste Frage. Kannst du vorher die Ruhe runden deiner Mutter? Ja, das mache ich ja wieder. Habe ich auch geantwortet. Lohnt sich Poseidon in der RTA? Lohnt sich Poseidon in der RTA? Mal ja, mal nein, sometimes ja, sometimes no, ist halt ein bisschen unterschiedlich, das Ganze. Und zwar kommt es so ein bisschen darauf an, wie du spielst, gegen was du spielst. Poseidon ist ein Monster, was sehr vielseitig einsetzbar ist. Du kannst es als Control-Monster nehmen, du kannst es als Cleave-Monster nehmen. Also du hast da so ein paar Optionen auf jeden Fall. Ne? Und das ist der Vorteil an Poseidon. Du kannst mit ihm controllen, wie gesagt, du kannst mit ihm cleaven. Also ja, man kann ihn benutzen, es ist aber sehr bedingt. Ich meine, er wäre hauptsächlich auf Qual gespielt worden, wenn er gepickt wurde. Und das Problem ist aber, durch Josephine ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ja, man kann jetzt sagen, gut, dann baue ich ihn halt auf irgendwas anderes, Vio oder Swift oder so. Prinzipiell kannst du es machen, spricht in der Regel auch nichts gegen, ist fein. Zwei Blitze in 50 Scrolls, ja, das läuft schon mal. Ah. Oh. Ah, schon wieder Bock, irgendwas hier zu machen. Gar nicht mehr weiter beschwören. Ja, ist auf jeden Fall, kann man spielen, ja. Kommt da mal ein bisschen auf die Teamart an, wie man spielt und gegen was man spielt. Ne, ist ein gutes Control-Monster eher, finde ich persönlich. Oder halt in der Arena als Cleave-Monster ganz gut. Aber, ja. Willst du vielleicht eine zweite Gilde eröffnen? Mit G1-Niveau, damit Spieler etwas höher und besser werden. Besser sind. Ich hatte mal zwei Gilden und das ist komplett in die Hose gegangen. Deswegen mache ich es nicht mehr. Ja, also ich hatte meine allererste Gilde hatte auch eine Sub-Gilde, also auch so eine kleinere Gilde und die ging. Das ging gar nicht gut. Deswegen werde ich das nicht mehr machen. Kurz und knapp gesagt, ich will auch gar nicht groß weiter drauf eingehen, aber es war nicht geil. Und deswegen werde ich es halt, wie gesagt, einfach nicht mehr machen. Sehr schön. Drei Blitze in 50 Scrolls. Das sind nicht viele. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ich glaube, das waren alle Fragen, ne? Achso, was kann man in der RTA machen, wenn der Gegner immer dreimal mehr prockt als man selbst und schlage mal ein Team für Groggen und Xerath vor? Erwarte Antworten vom Herzen. Also zu Xerath kann ich auf jeden Fall sagen, es gibt viele Arten Cleave, die man da spielen kann. Also es gibt viele Cleave-Arten, die man dort spielen kann, die auch gut funktionieren. Ja, also da am besten einfach mal gucken. Aber Xerath würde ich eher Richtung Cleave geben. Mit Rakuni und so kann man schon gute Sachen bauen mit. Für die RTA.
Groggen ist halt eher so ein. Ja, Groggen ist halt eher so ein. So ein Pick, wenn du nicht willst, dass der Gegner wiederbelebt. Beispielsweise, wenn eine Nana mit im Spiel kommt oder viele Reviver in der Passiv oder wie Perna oder Psama oder sowas. Da kann Groggen sehr gut helfen. Aber er ist halt eher wirklich so situationsmäßig. Da kann ich dir nur einen Tipp geben, schau mal bei, ich glaube bei Sai Shisu vorbei. Ich glaube, er spielt hier und da mal mit ihm tatsächlich. Vielleicht kannst du da irgendwie dir mal was rausschnappen bezüglich Groggen. Ansonsten, was man gegen... Naja, was willst du machen, wenn der Gegner dreimal prockt? Irgendwo ist es halt so. Dann hast du Pech. Ne? Normalerweise sagt man, wenn der dich wegprocken kann, ist das Team nicht gut oder die Runen nicht gut. Das sind so die Ausreden der meisten, sage ich mal, was Procs angeht. Aber im Großen und Ganzen, ja, kannst halt nichts machen. Ne? Da kannst du halt nichts machen, ist halt Shit, wenn es passiert, ist es passiert halt. Na gut. Läuft ja geschmeidig sahnig heute. Das waren auch alle Fragen, by the way. Es waren echt, wie gesagt, echt nicht viele. Aber gut, läuft ja nicht so geil, ne? Da habe ich schon Bedenken, dass wir auf jeden Fall keine Josie bekommen werden. Bei den paar Stones, die jetzt noch übrig sind. Sehr unwahrscheinlich. Schade. Aber naja, wir versuchen trotzdem unser Glück. Ich kann gerne mal meinen Finger rubbeln für die Josie. Das wäre so schön. Ich hätte gerne eine Josie, aber sehr unwahrscheinlich. Wassernet-Fives sind echt das Schwierigste zu bekommen bei mir. Ich krieg nie Wassernet-Fives. Ich weiß nicht, warum. Aber das Spiel möchte mir einfach verdammt nochmal keine Wassernet-Fives geben. Richtig schrecklich. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt's gerne unten in die Kommentare. Es wäre mal schön, ein brauchbares Toy wieder mal nach langem mal wieder zu bekommen. Josie würde mir helfen. Tatsächlich. Auch wenn ich in der RTA sehr wasserlastig bin. Sehr wasserlastig. Mit Annabelle und Winterbeere und Josephine. Naja, ist schon sehr wasserlastig, aber ist schon kacki, Mann. Ich hätte so gerne eine. Gib mir eine Josie, Mann. Gib mir wenigstens einen Blitz hier. Gib mir mal einmal die Hoffnung. Boah, nee. Also, ich weiß nicht. Ich hätte die Stones vor 12 Uhr machen sollen. Was nicht geht, weil heute Montag ist. Bin ich in den Channel. Daran liegt's. Oh mein Gott. Der 13.2. Kein Wunder, dass ich nichts bekomme. Der Channel-Swap hat gefehlt. Oh, nee. Ja, dann muss man sich auch nicht wundern, ne? Wir sind ja gar nicht in den Channel des Tages reingegangen. Wir haben den 13.2., Freunde. 9:09. 10 nach jetzt. Krass. Wow. Und wir kriegen absolut Nooting. Man kennt's. Guck mal, selbst der Channel-Swap hat nichts gemacht. Och Mann, gib mir eine Josie, please. Ah, einmal Blitze haben hier. Einmal Blitze und dann so bumm, Josephine. Aber ich schätze, wenn ich hier Blitze kriegen sollte und es ein Net 5 werden sollte, wo, ich habe schon lange keine mehr aus den Stones bekommen. Keine Net 5s mehr, merke ich gerade. Wird es eine Raki sein? 100 Pro. Ah, 100 Pro wird es eine Raki sein. Oder ein Fake Forster. Ah, guck mal da, ein Blitz. Geil. Mit einem Snipper. Cool. Hey, wir haben immer einen Blitz bekommen. Ist das nicht cool? Wow, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das ist das richtige Attribut schon mal gewesen. Fehlt nur ein Stern. Irgendwie. Na, zwei Blitze kriegen wir sogar. Der Wahnsinn. Okay, immer noch richtiges Attribut. Fehlt ein Stern. Da fehlt ein Sternspiel. Brauche ich Sniper-Skill-Ups irgendwo? Ich überlege gerade, aber nee. Also ich glaube, Forstars, wenn überhaupt, vielleicht der. Ach komm. Gib mir ein Net 5. Ah, kann doch nicht so schwer sein. Mein letzter war Zmitzer, Mann. Und der ist shit. Ich will den Zmitzer nicht. Kann ich tauschen? Kann ich den Zmitzer tauschen gegen eine Josephine, please? Oh, drei Stonies noch. Als ob da irgendwas rauskommt. Irgendwas kommt da bestimmt. Da kommt einfach absolut. Mann! Ich will doch jetzt. Ach, oh Mann, ey. Das Spiel hasst mich wieder. Ja, let's go. Hier. Komm. Jetzt einmal wenigstens ein sahniger Speedroll. Der ist nicht sahnig. Ist er ein bisschen besser? Ein bisschen besser vielleicht. Aber er ist halt, der ist halt nicht sahnig. Der war eher. Uff, was ist das?
auch nicht schlecht, aber nee. Wenn ich jetzt, ich habe ja da oben eine rumfliegen, die ungefähr genauso aussieht. Da fehlen mir ein bisschen die HP, muss ich sagen. Anstatt die Attack hätte ich da lieber HP. Da gönnt auch wieder nichts. Da ist dasselbe Spielchen. War das nicht dieselbe Rune? Ja, da ist ein bisschen Speedbar. Das ist eher so eine Damage-Rune vielleicht, wenn man Attack ändert, aber nee. Nee, die ist absolut nicht. Fast dasselbe? Nee. Es ist fast dieselbe Rune wieder. Kannst du mir mal aufhören, dir immer dieselben Runen zu geben? Gib mir mal was anderes jetzt hier. Ja, es. Ist halt alles low. Und keinmal Speed. Das ist eigentlich. Das ist eine lila Rune, wenn nicht sogar eine blaue Rune. Aber die ist richtig schlecht. Nee, da bleib ich lieber mit. Das macht dem Großen und Ganzen den Braten nicht fett, ey. Aber ich immer die. Ja, da haben wir wieder dieses Attack-Ding da. Die ist okay, aber Attack nervt mich da. Den Speed austauschen gegebenenfalls und die Crit-Schaden ist auch irgendwie belastend, merke ich gerade. Ja, ich mach mal weiter hier, keine Ahnung, gefällt mir nicht. Also die ist okay, aber die gefällt mir nicht. Gehört doch mal auf, mir Attack zu geben. Das ist dieselbe Rune, Mann. Nur mit einmal weniger HP, dafür einmal Speed, geil. Und sogar, ne, sogar schlechter gerollt teilweise, wenn man mal so guckt. Oh, belastend. Gib mir mal was anderes. Nee. Kann doch nicht sein. Hey, spiel, Mann. Hallo. Ey, der gibt mir nur dieselben Stats. Ja, ein bisschen besser. Muss ich Kritrate durch Rest tauschen, durch HP tauschen, dann ist es okay. Quinn Supporter ist okay. Machen wir noch die letzte irgendwo. Haben wir noch irgendeine mit Innate? Die hier. Let's go, der letzte Stony. Kritrate Innate, boom. Ja, die ist okay. Nehme ich mal eher hin. Es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, dann bin ich durch. Leider nichts bekommen. Aus den ganzen Scroll nichts bekommen. Wie viel? Das waren über. Also mit den Stones waren es über 100 Scrolls in Anführungszeichen. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blitze. Ist schon sehr makaber. Shit. Wir können uns ein. Komm, ich kaufe nur ein Premium-Paket. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ein Premium-Paket noch. Mal gucken. Aber ich denke, das wird wieder. Tom, komplett wasted. Das ist komplett wasted. Macht's nicht. Macht's nicht. Ich mach's auch nur, weil gleich bald TOA-Reset ist. Eigentlich. Komm. Ein Blitz. Komm. Und jetzt gib mir mal was Cooles. Wenn nicht ein Blitz. Die Blitzrate ist richtig garbage. Jeden Montag ist die Blitzrate Müll. Ja, gar nichts. Seht ihr, hat sich nicht gelohnt, lasst es sein. Holt so einen Kram nicht. Geht lieber auf Sachen, die wirklich wichtig sind. Ah, ätzend, ey. Naja, gut. Ich bin euch fürs Schauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao.